Was glaubt man uns, die Fighter-Hoser hier? Und diese Woche sind EZA-Wochen, sage ich mal, denn gestern haben wir das Extreme Z-Battle bzw. das Extreme Z-Awaken von dem Tech-Virus auf Global uns angesehen, ihn im Showcase nach seinem EZA. Und er war ja wirklich auch überragend. Und heute schauen wir uns das neueste EZA auf der japanischen Version an vom Tech Golden Freezer. Und was sie mit diesem Tech Golden Freezer gemacht haben, ist wirklich nur allererste Sahne, Freunde, wenn ich das so sagen darf. Denn dieser Freezer war folgendermaßen, er war ja auf jeden Fall nützlich, auch vor seinem EZA. Nämlich, er war ein sehr guter Tank. Er hatte eine Damage Reduction von 70% und Angriff 70%. Also auf den Angriff hat er zusätzlich auch 70% gehabt. Jedoch nur, wenn die HP 50% und drüber waren. Heißt, wenn die HP 50% und drunter waren vor seinem EZA, hatte er keine Passive. Dann war er total nutzlos. Aber mit dieser Damage Reduction, weil diese Damage Reduction, die ist ja für alles. Für normale Angriffe, für Super Attacks und. Das ist für alles eine Damage Reduction. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Solche Charaktere, die das haben, die sind, die, von denen profitiert man übertrieben, wenn man sie in das Team packt. Vor allem in Modi wie Super Battle Road oder Battlefield. Und da war er auch wirklich gut. Bisschen, ja, er war gut vor seinem EZA, sag ich mal. Aber was jetzt nach seinem EZA passiert ist, ist halt, das ist gestört. Denn nach seinem EZA, Freunde, ist folgendermaßen durch die Passive, er hat immer 80% auf seinen Angriff, hat eine 80%ige Damage Reduction, wenn die HP 50% und drüber sind. Heißt, so gesehen hat er sowohl 10% auf den Angriff bekommen, als auch 10% auf die Damage Reduction. Aber wenn die HP jetzt 49 und drunter sind, dann hat er 50% Damage Reduction. Also er hat dann noch, Gott sei Dank, eine Passive und dazu gehört eine 50%ige Damage Reduction. Und zusätzlich bekommt er weitere 50% auf den Angriff. Heißt, dieser Junge, Freunde, versteht ihr diese Passive? Er hat immer, egal wie die HP aussieht, eine Damage Reduction. Natürlich, wenn sie 50 und drüber sind, ist es eine 80%ige Damage Reduction. Das ist übertrieben viel und übertrieben gut. Der wird alles tanken. Hat dann auch konstant immer 80% Angriff. Aber nicht so wie früher, falls mal die HP drunter fallen, dass er keine Passive mehr hat, dass er nicht mehr nutzlos ist danach, sondern danach hat er noch eine 50%ige Damage Reduction. Und diese 50%ige Damage Reduction, Freunde, das ist 50-50. Alles, was er bekommt, tankt er um 50%, beziehungsweise negiert er den Damage davon um 50%. Und dann hat er zusätzlich dazu noch 50% auf den Angriff, den er so oder so hat. Also auf die 80%. Dann wären wir bei 130%, weil das wird nicht separat kalkuliert. Sollte nicht separat kalkuliert werden. Und das ist übertrieben gut, was sie mit ihm gemacht haben. Heißt, dieser Boy, Freunde, dieser Junge, egal wo ihr ihn spielen könnt, ihr könnt ihn auf jeden Fall spielen und er wird euch nur bereichern. Das ist wirklich eine sehr gute Karte, vor allem in Super Battle Road Stages oder Battlefield. Und vor allem Battlefield wird sein Leader Skill oder auch in Super Battle Road auf jeden Fall sehr nützlich sein, denn er gibt nun Tech-Charakteren Ki plus 3 HP, Attack und F 120%. Also egal ob Super Tech oder Extreme Tech, einfach nur Tech-Charakteren. Für die Tech Super Battle Road Stage, Extreme Tech Super Battle Road Stage, könnt ihr ihn auf jeden Fall nehmen als Leader. Wenn ihr da Double Golden Freezer, also Double EZA Golden Freezer nehmt, dann habt ihr zwei Charaktere, die alles tanken. Und dann sollte das Extreme Tech Super Battle Road um einiges einfacher sein. Also da würde ich, ja, da würde ich, also ich würde auf gar keinen Fall empfehlen, da noch Super Saiyan 3 Broly als Leader zu nehmen. Tech Freezer kann man auf jeden Fall noch nehmen, den ersten Final Form Freezer. Aber wenn ihr durch den Double Lead, könnt ihr eben zweimal den Boy mitnehmen. Und der wird dann quasi auf, speziell bei der Tech Super Battle Stage, wirklich sehr viel ausmachen. Oder auch an sich in den Kategorie Stages, in denen er ist. Die Sache ist jedoch, er ist ja eines der neuesten Charaktere, beziehungsweise er ist keines der älteren. Was meine ich damit? Wir haben uns gestern Virus angesehen. Virus bekommt durch das Dupe System bis zu 7000er Sets. Das hatten die alten Dokkan-feste Charaktere, sag ich mal. Er bekommt bis zu 5000er Sets. Also von den Sets her, natürlich nach seinem EZA hat er auf jeden Fall gute Sets, aber sie kommen halt nicht an die Sets von den Älteren ran. Dennoch, sein Nutzen wurde einfach nur optimiert. Er war ja ein Tank zuvor und jetzt tankt er immer und macht zudem noch gut Schaden. Und, ja genau, und Super Attack, was hat sich geändert? Logo auf SF15 geht durch, er macht jetzt immense Damage, massively tut er die Verteidigung des Gegners senken, das sind 80% für 3 Runden. Zudem, Freunde, ja, ich habe einen Dupe oben links, denn wenn ich euch Tipps gebe, Ratschläge gebe, dann spreche ich schon aus Erfahrung. Ich sage immer, wenn ihr einen Dupe habt, egal, dupt ihn unten rechts, auch wenn ihr euch noch nicht aktuell sicher seid, ob ihr den Charakter mal auf SA10 bringen werdet, macht es einfach. Weil damals hatte ich den Golden Freezer zweimal gezogen, ich dachte mir,
auf meinen JP-Account. Ich werde den eh nie spielen, deswegen klatsche ich den Dupe oben links rein. Und jetzt sehe da, war natürlich ein Fehler. Hätte ich unten rechts den reingeklatscht, dann hätte ich auf jeden Fall mehr davon heute. Jedenfalls komme ich so auf 11 Crit, 3 Additional Attack. Ich würde aber bei ihm auch empfehlen, auf Crit zu gehen, sodass ihr auf 20 Crit kommt. 6 Additional Attack ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wenn ihr Dupes habt, Freunde, unten rechts rein damit. Links hin haben wir an der Stelle Universe Most Melovins, sind 15% auf den Angriff. Strongest Clan in Space sind Key plus 2. Shocking Speed sind Key plus 2. Revival sind Key plus 2. Resurrection F sind 7 auf den Angriff. Super God Combat sind 15% auf den Angriff. Und Fierce Battle sind 15% auf den Angriff. Das Problem ist, er hat zwei Resurrection F Link Skills. Zum einen Resurrection F, ja, der ist Müll, das sind 7 auf den Angriff. Und Super God Combat sollte das sein, das sind 15% auf den Angriff. Das ist gar nicht mal so schlecht. Problem ist, man kann ihn nicht in einem gescheiten Team spielen mit den anderen Charakteren, die das haben, weil die anderen Charaktere, die das haben, sind Goku Blue und Vegeta Blue. Und ja, die kannst du nicht außer von einem All-Type-Steeler gut und gescheit zusammenspielen. Das ist schade. Hoffentlich kommt das in Zukunft noch. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendeine Kategorie, wo man die alle spielen kann. Ich weiß nicht, vielleicht eine Resurrection-F-Kategorie oder so. Mit einem Dokkan-Fessel Godgu, wer weiß, wäre geil. Jedenfalls geht das aktuell nicht. Ich werde ihn, gucken wir uns erstmal die Kategorie an. Er ist in Resurrect Warriors, Movie Boss, Full Power, Transformation Boost und Wicked Bloodline. Aktuell auf JP und in der Kategorie, in der vertreten ist, könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen, Freunde. Wir werden ihn heute zusammen mit Angel Golden Freezer spielen. Das goldene Duo werden wir heute showcasen. Mein Angel Golden Freezer hat zwei Dupes, die miteinander teilen sich folgendes. Sie haben Revival, Shocking Speed, Key plus 2, also jeweils Key plus 2, dann kommen wir auf Key plus 4. Heißt, in der Rotation sind sie auf jeden Fall gut gedeckt. Was Super Attacks anbelangt, haben aber dann noch 4 Svetlo und Nero's Most Melovin. Das sind 30% auf den Angriff. Das ist gut. Das ist wirklich gut, wenn man das mitnehmen kann. Ihr könnt ihn, wie gesagt, auch in den anderen Kategorien spielen, in denen er vertreten ist. Da macht er seinen Job auch gut, wenn ihr einen Tank braucht oder an sich für Super Battle. Egal, wo ihr mitnehmen könnt, nehmt ihn mit. Aber was ich machen werde, am Ende dann, wir gehen gleich in ein Event rein. Und am Ende, nachdem wir mit dem Event fertig sind, werde ich noch ein Szenario zeigen in diesem Setup. Das geht, wie gesagt, leider nicht. Dieser Goku hat hier eigentlich nichts zu suchen. Er bekommt nicht den Leader-Skill, ich weiß. Aber rein aus Interesse, rein aus Neugier, würde es mich wirklich interessieren, was es für einen Unterschied macht, wenn er noch zusätzlich zu Universal Most Relevant und Fierce Battle Super God Combat hinzubekommt, sodass wir 45% Angriff haben und natürlich Resurrection F sind 700 Angriff, aber ja. Und Universal Most Relevant bekomme ich dann quasi von dem Boy, der hat das nämlich und der ist auch noch ein Supporter. Attack unter 25%, heißt, wenn ich den in die Runde bekomme mit dem Goku und ja, Tech Gold Freezer und der Supporter, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Im allerletzten Szenario nehmen wir aber erstmal vorerst dieses Team und springen in ein Showcase rein. Alles klar, Freunde, und wir sind im Dokument von Ui Goku. Und ich weiß nicht, ob ich größenwahnsinnig geworden bin oder nicht, oder ob ich jetzt von ihm zu viel erwarte, aber logischerweise, sein Hauptnutzen ist ja noch, dass er tankt. Schaden wird auf jeden Fall gut machen, vor allem, wenn ihr Dupes bei ihm habt. Aber, ob er die Genki-Dama tankt? Muss kurz Zeit überlegen, ob ich das auch sage, was ich sagen will. Darauf bin ich gespannt, weil die Genki-Dama, wisst ihr, macht ja übertrieben viel Schaden. Weißt du, ob ich, wie gesagt, größenwahnsinnig geworden bin? Ich meine, von der Damage Reduction über 5% sind 80% geworden, heißt 10% mehr als sonst. Aber diese 10% bei der Damage Reduction können schon was ausmachen. Das sollte man nicht unterschätzen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und genau, also zuvor hat er 70% getankt und du hast im Super Battle schon gemerkt, dass zum Beispiel er auf jeden Fall mehr Schaden bekommen hat als der Argelgo und Freezer, der mit 90% tankt. Ab, oh, guck mal, das ist die Rotation. Das ist eine schöne Rotation. Ah, warte mal, aber ich darf diesen Goku jetzt leider nicht besiegen. Aber ich glaube, die werden ihn umhauen, weil ich mache das mal mit Absicht gerade, dass ich mit ihm nicht ulte. Das ist total beabsichtigt, denn ich will eigentlich, um ehrlich zu sein, gucken, ob der das tanken kann. Weil die nächste Runde sollte den Goku dann besiegen, sodass ich in dem Genki-Dama Goku Stage reingehe mit dieser Rotation wieder. Tanken tut er so oder so, Freunde. Und wie gesagt, apropos die anderen Golden Freezer, die sollten in Zukunft hoffentlich auch ihr Isei bekommen. Denn ihr habt es zum Beispiel in Global gemerkt, der Incel hat aktuell sein Isei bekommen, nachdem das der Extreme Battle vom Texel wieder zurückkam. Das machen die gerne, dass mal so andere ähnliche Charaktere, shit, da siehst du. Okay, sehr gut, sehr gut. Dass sie auch mal ihr Isei bekommen, deswegen, ja, will ich das auf jeden Fall nicht ausschließen in der Zukunft. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen, Freunde, oder im Endeffekt Ihnen jetzt, ja, gefällt, wenn ihr das Ganze angesehen habt, dann dürft ihr mir ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze ebenso gefällt, Freunde, könnt ihr auch gerne auf den Abo-Button klicken und das Ganze unterstützen. Jede Unterstützung zählt, über jede mich auf jeden Fall dankbar, Freunde. Und wir haben uns wirklich sehr gesteigert in der letzten Zeit. Vielen lieben Dank für den wirklich sehr geilen Support in der letzten Zeit. Und die 24K kommen näher, die 24-Stunden-Stream kommen näher. Da reden wir auch schon die ganze Zeit in den Streams drüber. Was, wie wir machen und so. Das wird auf jeden Fall cool. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir das ja, cool schaukeln. Jetzt aber! Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich Größenwahnsinn. Au, aber. Oh. Ich hoffe, die besiegen ihn nicht. Ich habe nämlich jetzt Thales in der Rotation.
Weil mein Angel Gold Freezer, das goldene Duo, Freunde, 1,9. Die sind übel gut zusammen. Die sind echt gut zusammen. Angel Gold Freezer an sich hat er übel viel. Stopp! 1,59. Kein Crit oder so, bitte, mach langsam. Der soll das überleben. Ich will wissen, wie der. Jetzt! Tankt er das? Ich weiß es nicht, legit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. You just can't get into it because. Okay, The Dreams, da habe ich viel zu viel erwartet. Ich habe einfach Genki Dama Goku unterschätzt. Guck mal, der Penner will jetzt wieder eskalieren hier. Junge, graf dich mal. Okay, ich habe auch, ja, Alter, ich habe da viel zu viel erwartet. Okay, ich nehme alles zurück. Ich dachte, okay, stopp. Ich habe da wirklich viel zu viel erwartet. Freunde, wirklich, dieser Genki Dama Goku, der macht einen One-Shot, okay, und ich hatte nicht im Kopf, wie viel Schaden das genau ist, wenn er das macht. Ich dachte, der macht so um die 500.000, 400.000 und dann habe ich meine Damage Reduction drauf. Aber nee, wie ihr gesehen habt, der hat weitaus mehr gemacht. Das war meine Schuld, okay? Freezer, also nicht, dass ihr denkt, jetzt Freezer ist schlecht. Wirklich, das war meine Schuld. Ich hab das unterschätzt, aber interessant wird es dann quasi auch hier, weil jetzt haben wir Typennachteil und hier wird auch interessant zu sehen, was er hier tankt. Aber oh mein Gott, bei allem Respekt, ich hatte gerade echt Dreams, dass er das tanken kann. Oh mein Gott, ja, witzig, aber ja, deswegen machen wir doch die Tests, Freunde. Aber nee, Spaß beiseite, bei allem Respekt, also das war eigentlich schon vorher zu sehen. Ich war gerade einfach nur im Hype von Golden Freezer. Ich habe den viel zu sehr. Ich habe es unterschätzt, um jetzt sein. Da bin ich auch ehrlich zu euch. Aber ihr seht trotzdem, der tankt links und rechts alles weg. Er macht gut Charme. Er kam auf 1,59 mit einem Dupe, der falsch gesetzt wurde. Auf jeden Fall sehr gut zu sehen. Und auf 100% will ich gar nicht wissen, was er so drauf hat. Der kommt locker über 2 Millionen. Und das ist ja noch nicht mal seine ganze Passive, was den Angriff anbelangt. Wenn wir unter 50% fallen sollten, dann kommt mir die ganze Passive. Aber in diesem Team ist es wirklich schwer, unter 50% zu fallen. Und beide hier, RIP ein Stone, ne? Ihr habt's gesehen, ihr müsst den Liner mit dem Stone nutzen, ne? Um weiterzumachen. Aber doch, warte mal, vielleicht können wir unter 50% fallen. Mit Thales jetzt, weil Thales bekommt nur den 90% Boost. Schauen wir uns das mal an, let's go. Ich hoffe, wir sterben nicht. Ich hoffe, 50% müsste fallen, ne? Komm schon. Doch, 50% sollten wir fallen. Oh, okay, das könnte wehtun. Da hinten habe ich nämlich auch nicht den gesetzt. Metal Cooler Gelb. Der hielt sich auch nicht, weil er keinen Angriff bekommen hat in dieser Runde. Oh my, yeah. Also interessant ist auf jeden Fall, ich kann es gerade leider nicht aufnehmen, wie sich dann der neue Golden Freezer im Super Bad Road macht. Er ist ja noch nicht am Wochenende, ich habe da keinen Zugriff drauf. Ich finde es schade, dass Super Bad Road nur am Wochenende ist. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch testen, so. An sich Rick Bloodline Team, wie es im Super Bad Road ist. Okay, jetzt sind wir unter 50%, sehr schön. Jetzt hat er jetzt seinen Angriffsboost drauf, aber jetzt hat. I don't wanna know. Okay, nicht schlimm. Metal Kura, mach langsam, Junge. Wir wollen Golden Freezer sehen. Wicked Bloodline Team ist gestört, Freunde, ganz ehrlich. Das ist so ein geiles Team einfach. Wenn man das spielen kann, das macht so Bock. Und vor allem, ich hab es quasi erzwungen, dass wir unter 50% fallen, aber mit dem Team wirst du selten unter 50% fallen, weil die hielen sich dauernd hoch und die sind auch gut tanky und sowas. Also das Team gefällt mir echt. Ich habe gerade übel Spaß hier auf der japanischen Version mit dem Team. Vor allem mit Kura. Oh ja. Die Runde ist auch gegeben. Wir bekommen keinen Schaden, wir machen Schaden. Das ist auch wirklich. Das ist. Also für Super Battle ist das immens wichtig. Mit Kura im Super Battle will ich auch auf jeden Fall testen, damit ihr das mal seht. Weil ich habe auf JP Extreme AGL Super Battle Road nur dank Metal Cooler geschafft, aber nicht mal, ich hatte den davor nicht, sondern durch den Friend. Ich habe als meinen eigenen Leader ECA AGL Broly genommen, der gibt ja Pure Saints 120% Key plus 3 oder Extreme AGL Key plus 3 100% und den Metal Cooler als Friend und der Metal Cooler hat alles gecarried. Ja? Der macht übertrieben viel aus, das will ich auf jeden Fall auch noch zeigen in einem Super Bad Road Team, das Rick Bloodline Team, da können wir auf jeden Fall Golden Freezer ECA sehen und aber auch Metal Cooler. Dass ich die Tage auf jeden Fall auch mich da hinsetzen, am Wochenende dann das aufnehmen. Wann genau das rauskommt, kann ich nicht sagen. Aber ja, das will ich auf jeden Fall auch sehen. So mal einfach mal testen, wie das Ganze funktioniert. Kannst dich zurückverwandeln. Ey, mein, yeah! Mann, normalerweise hätte es immer nur 2 Runden dran, aber der hat hier Bock. Der hat hier Lust. 3 Runden. 2 bis 3 Runden können so eine Giant Form anhalten, Freunde. In der Regel 2, 3 selten. Und der hat hier übel Bock. Der will sich hier zeigen heute.
BD, Metal Cooler, geh zur Seite, wir müssen nämlich auch ein letztes Szenario zeigen. Mit dem Super God Comeback Links. Da bin ich auch drauf gespannt, was für einen Unterschied das macht. Und da bin ich auch schon, dass ich direkt unter 50% dann bin. So wie hoffentlich jetzt nach der Runde. Jetzt komm, zieh dein Ding zurück. Ja, raus mit dir. Jetzt, wir sind unter 50%. Ah, wir haben leider kein Ding. Leider kein Supporter. Aber wir haben Doka-Mode. Wir haben einen Doka-Mode. Soll ich mich... Nee, was ich mach mal... Nein! Oh, I don't wanna know. Wieso habe ich das gemacht? Ich hätte mich heilen sollen. Dann hätte ich die Pest doch immer noch gehabt. Wieso habe ich mich jetzt aufgeregt? Weil ich will ja sehen eigentlich, was der tankt. Jetzt hätte er ja eigentlich nur 50% Damage Reduction. Aber jetzt habe ich King Yama aktiviert. Jetzt bekomme ich an sich kaum Schaden. Aber egal, wir haben den Doka-Mode. Mal gucken, was da reinkommt. Auf dem Radar ist dort jetzt unten links gleich 1,67. Ohne Supporter. Okay, 1,67. Sehr, sehr schön. Heißt, das sollte auf jeden Fall noch hochgehen mit dem Supporter. Ja, ich hab King Yama wahrscheinlich aktiviert, weil ich will, dass er wieder reinkommt, mit einem Supporter aber. Und dann wir immer noch unter 50 sind, es sei denn, der Junge haut den hier raus, weil der ist total aggressiv. Okay, stopp mal langsam. Metal Cooler da hinten, du mach auch langsam. Lass Goku ein bisschen atmen, lass ihn leben. Okay, aber wir heilen uns jetzt die nächste Runde, nicht schlimm. Hoffentlich bleiben wir unter 50%. Knapp nicht. Knapp nicht. Ah, jare, jare. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, Thales könnte viel Schaden bekommen, logischerweise. Aber ich weiß, ich mache es mal so. Aber nein, die anderen, die werden den umbringen. Ja, wieso? Das Team hat zu viel Ki gerade. Wenn Uyoku Thales ultet, dann wird das sehr wehtun. Ich hoffe, ich komme aber noch auf unter 50% in der nächsten Runde. Damit ich... Was rede ich da? Thales ist nicht mehr in der Rotation. Ja gut, dann sehen wir den Support in der nächsten Runde nicht. Ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Weil ich werde, wie gesagt, das letzte Szenario noch kriegen, wo ich dann Supporter drin habe. Aber eigentlich... Nee, ich werde mal beides kriegen. Ich würde das schon gern sehen, wenn Thales drin ist und der unter 50% ist. Mit Angel Go und Freezer, das werde ich jetzt noch vorbereiten und dann am Ende noch da mit dem Goku Blue. Das würde ich schon auf jeden Fall noch gerne sehen. Deswegen bemühe ich mich mal drum, das jetzt hinzubekommen und dann, ja, bis gleich. Halleluja. Oh mein Gott, hat das lang gedauert. Legit mehr als eine halbe Stunde. Dieses Team hat die ganze Zeit hochgehalten. BD. Naja, jedenfalls habe ich jetzt das, was ich sehen will. Ich habe extra einen Friend Angel Go und Freezer mitgenommen. Damit Thales überhaupt mal kein Leader-Skill bekommt von einer Seite, damit wir viel Schaden bekommen. Ey, was war das gerade? Es hat so lange gedauert, es war unglaublich. Aber jetzt schauen wir mal hier erstmal uns an, wie das Ganze mit Angel Go und Freezer in der Rotation läuft. Wir sind unter 50%. Wir haben einen kompletten Angriff am Start für Tech Go und Freezer. Wir haben 50% Damage Reduction. Taken tut er so oder so gut. Schon unter 50%, über 1,96, sehr schön. Heißt, die 2 Millionen Marke knackt auf jeden Fall, vor allem wenn er auf jetzt 100% ist. Sehr schön, jetzt gucken wir uns das noch an zum Anschluss mit dem Goku Blue. So, zum Abschluss. Jetzt, wie gesagt, eigentlich funktioniert das, also, außer von einem All-Types-Team kann man das quasi nicht gescheit spielen in einem Team. Aber das Ding ist, seit dieser Go und Freezer hat noch Super God Combat. Das sind weitere 15%. Fierce Battle bekommt er von Goku Resurrection auf 700. Und von dem, wie gesagt, Free-to-Play Freezy bekommt er noch Universe Most Malevolent. Heißt, wir haben hier 45% Angriff für unser Boy Golden Freezer. Wir sind unter 50%. Wir haben 25% Support-Aspekt auf den Angriff. Zum Abschluss schauen wir uns mal an, auf was er hier kommt. Ein Dupe falsch gesetzt, wie gesagt. Zwei, okay, die zwei haben wir geknackt, auch mit dem falsch gesetzten Dupe. Jedenfalls, Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.